Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 20 Sekunden. Eine Info, bevor sich jetzt hier der Shop aktualisieren wird. Es gibt mal wieder Neuigkeiten zu Fortnite vs. Apple. Ich habe dazu auf TikTok das passende Video hochgeladen. Ich verlinke euch mal das Ganze in den Kommentaren und pinne euch den passenden Kommentar an. Wir haben jetzt hier noch knappe 4 Sekunden. Ich bin gespannt, aber erhoffe mir nichts Besonderes. Let's go! Und was haben wir hier? Der untere Bereich bleibt komplett gleich. Haut gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Ja, komplett langweilig. Was haben wir hier oben? Ja, die ganzen NFL-Skins sind wieder zurück. Was haben wir ansonsten? Du bist zurück, okay. Immerhin eine neue Sache. Beziehungsweise der Skin hat einen neuen Stil bekommen. Und du bleibst weiterhin im Shop. Sehr interessant. Was haben wir hier? Okay. Sehr, sehr verwirrend alles. Schauen wir uns kurz die NFL-Skins an. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Waren vor kurzem erst da gewesen. Man kann hier sehr, sehr viel einstellen. Hier so komplett verschiedene Styles machen. Sind ganz coole Skins. Und die Nummern kann man hier immer wechseln. Was haben wir hier sonst auch so? Verschiedene Charaktere. Für 1.5 finde ich das ganz ehrlich in Ordnung. Man kann sogar, glaube ich, was kann man machen? Ja, genau. Visier an und Visier aus. Ist ganz cool hier so. Aber ja, kaufen werde ich mir jetzt keinen. Wie sieht der von hinten aus? Ja, ist jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Einmal hier die weibliche Varianten. So, hier, also man erkennt kaum Unterschied. So, was haben wir hier? Alles durchgecheckt, oder? Ja, genau, alles durchgegangen. Dann haben wir hier ein passendes Backbling. Ich glaube, da kann man, was kann man denn da machen? Die ganzen Emoticons kann man da drauf klatschen, glaube ich, die man selbst im Spind besitzt. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube schon. Was haben wir hier? Passendes Emote. Ja, für 300 ist es ganz in Ordnung. Touchdown, sehr, sehr heftiger Tanz, habe ich mir in der Season 6 direkt gegönnt. Ich schaue mal kurz nebenbei nach, ob wir nicht was Seltenes haben. Alter, der Shop ist wieder so groß, ne? Ich glaube, Epic Games braucht mal wieder so ein bisschen Geld, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die haben wieder ein bisschen was nötig. So, wir haben heute, was haben wir denn Seltenes? So, hier erstmal nichts, ich sehe nichts. Nichts, immer noch nichts. Oha, ist mir gar nicht aufgefallen, was? Wartet mal, wir haben 1, 2, 3 seltene Dinge im Shop. Okay, die Football-Skins, NFL-Skins sind schon ein bisschen selten. 214 Tage sind alle Schiedsrichter-Skins und Emotes alt und NFL-Skins. Okay, das ist krass. Ich muss das Ganze jetzt hier nochmal öffnen, damit ich das nicht verpasse. So, schauen wir uns kurz den restlichen, ja, die restlichen Items an. Nichts da, ist in Ordnung. Goldene Pickaxe hier. Ist nicht schlecht. Ansonsten gibt es hier eine weitere Spitzhacke. Footballtor ist in Ordnung. Was haben wir hier? Messhacke. Die Soundeffekte sind lustig. Ansonsten Touchdown-Gleiter, der ist echt chillig. Also für 500 V-Bucks macht man nichts verkehrt. Ansonsten haben wir hier Timeout für 200 und nichts mehr. Dann kommen wir in einen weiteren Bereich. Ja, die ganzen Schiedsrichter-Skins sind wieder zurück. Ja, finde ich jetzt nicht allzu besonders. Auch hier alles 214 Tage alt. Schon in Ordnung, muss ich sagen. Weibliche Varianten sind für mich jetzt, ja, die ist cool. Die ist nice, finde ich somit am besten. Und warte mal, sehen ja fast gleich aus. Nur, dass die Hautfarbe ein bisschen anders ist. So, dann kommen wir hier zum spannenderen Teil. Ja, noch nicht ganz. Erstes Emote, das ist heftig. Aber der Kollege ist, jetzt passt auf, 181 Tage alt. Noch nicht so besonders, aber wir haben gleich Dinge, die schon ultra selten sind. Also der zweite Stil hier in Rot-Schwarz gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir schon sehr gut. Jetzt lohnt sich der Skin auf jeden Fall. Passendes Backlink gibt es hier zwei Stile. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Also das macht gar keinen Sinn. Dass der Stile hat, aber das Backlink nicht. Naja, schade. Schmetterling oder Schmetterline ist zurück nach 712 Tagen. Das ist krass. Ein sehr, sehr schöner Skin, muss ich sagen. Allein das Backlink mit den ganz leichten Effekten hier. Sehr schön. 712 Tage alt, aber jetzt haben wir was, was ultra selten ist. 788 Tage alt ist ganz genau diese Spitzhacke hier alt. Sound ist okay. Was haben wir sonst noch so im Shop? Ja, Fischstäbchen war gefühlt jetzt schon 1000 Mal im Shop da gewesen. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Passendes Backbling haben wir hier. So, dann haben wir hier den passenden Gleiter. Der ist chillig. Der ist cool. Was haben wir hier? Passende Pickaxe. Sehr nice Sound, gefällt mir sehr gut. Passende Lackierung dazu, ultra langweilig. Ist okay, ja, geht so. Was haben wir hier? Nichts mehr. Dann haben wir hier den letzten Bereich. Zum Paket brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Was für letzter Bereich? Oha, der Shop ist heute
Alter, ist der Shop heute verwirrend. Aber naja, schauen wir uns kurz hier diesen Skin an. Die ist 35 Tage alt, finde ich jetzt nichts Besonderes mehr. Passendes Backbling, auch hier in dieser Farbe und in Rot verfügbar. Ansonsten passende Spitzhacke ist wie alt, 35 Tage alt. Und das gleiche gilt auch hier für die Abkühlung. Tarnung ist okay, die Tarnung. Was haben wir hier? Nichts mehr. Jetzt kommen wir zum letzten Bereich. Alter, heute ist der Shop ultra riesig. So, der Kollege ist 37 Tage alt. Finde ich ganz okay. Die ist auch cool. Die Dame ist 29 Tage alt. Was haben wir sonst noch so im Shop? Chilliges Emote. Die Pickaxe ist nice. Vor allem der Sound. Der Sound ist cool. Und dann haben wir hier Wanna See Me. Und zu guter Letzt haben wir hier Davon Watscheln. Und dann beende ich das etwas längere Shop-Video.